September 2024. Sie kommt immer, also es ist nicht eine sehr große Box, aber sie ist nicht schlecht. Es kommt also mit Make-up und mit Bodylotion oder Duschgel und solche Sachen. Ne? Und diese Box heißt, glaube ich, in England Birchbox, wenn ich richtig bin. Ich weiß es nicht, glaube ich, zahle 17 oder so Euro an. Ich muss nochmal nachgucken. Ja, machen wir mal gleich auf. Ne? Eine Karte. Beauty Game, nehme ich an. Oh. Ich hoffe, dass die jetzt diesmal die Preise geben. Manchmal finde ich die nicht. Okay, fangen wir mal an. Und zwar mit einem kleinen Spray. Das ist Dreamy Serum. Oh, Retinol. Und Hyaluronic. Super. Das mag ich gerne. Retinol, ja. Soll man ja benutzen. Was waren die zwei Sachen? Drei Sachen. Vitamin C, glaube ich. Retinol und Hyaluron. Ich kann es besser sagen in Englisch, in Deutsch. Ja, Kollagen kann man eigentlich nur, muss von innen kommen. Also wenn man in die Creme reinmacht oder so, bringt das nicht viel. So, also, das war das Erste. Dann Belief, da habe ich auch schon mal was bekommen. Das sieht jetzt nicht so klein aus. Jetzt pass mal auf, wenn ich das aufmache. Okay, geht ja auch noch, ne? Und jetzt guck mal hier. Da ist, jetzt mache ich mal kurz auf, und da ist auch noch ein Loch drin. Meine Herren. Okay, was ist das? Aqua Balm Brightening Vitamin C Cream. Gut, das mag ich auch. Vitamin C, sehr gut. Das bleicht also die ganzen, wie man da die so, ne, Altersflecken, Leberflecken und alles, wie man sagt. Ist das klein geschrieben? Das kann man ja fast nicht lesen. Was ist das? Probiotics, okay. Cleanse and Nourish. Okay. Ist das Joghurt? Ist das Joghurt? Ja, Joghurt. Grie? Keine Ahnung. Muss sein, ob das ein, ja, hat ein Siegel. Gut. Okay. Foaming Cream Cleanser. Ja, das ist ein kleines Ding, ne? Dann Espa, kenne ich auch. Und was ist hier? Ein Inner Bergamot and Jasmine. Mag ich nicht, Jasmine. Body Lotion. Okay. Das ein Ziel drin hat, hat auch. Aber das wird weg. Also das wird jemand geschenkt, weil ich mag Jasmin nicht. Das, wenn ich das noch rieche, ein bisschen ist okay, aber wenn das irgendwann Strauch ist oder so, dann... Nein, danke. Oh, von Anastasia of Beverly Hills. Was ist das? Ein Brow Wiz in der Farbe Medium Brown. Okay. Ne, da muss ich mal meine Schere benutzen. Oder geht es auch hier unten auf? Das kann man auch so machen. Anastasia ist ja sehr teuer. Der Stift allein kostet wahrscheinlich schon 25 Euro. Kann man was? Mhm. Okay, gut. Mal schauen, ob das für mich okay ist. Oh ja, ja, das ist ganz hart. Mal gucken. Oh je, da kommt ja gar nichts. Das geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Mal hier. Oh je. Und? Hab das gesehen, sofort abgebrochen. Die harten Dinger da. Ach je. Ist das alt oder irgendwie was? Das ist ja, also das weiß ich. Das ist und das. Komisch. Ja, nicht besonders, ha? Da muss da doch die Spule sein, ja. Also nicht so begeistert, da habe ich mir eine also bessere Qualität erhofft von Anastasia. Gut, okay, dann zeige ich es euch jetzt nochmal und versuche die Preise zu finden, ne? Also das nochmal von Anastasia, the Brow Fix, Brow Pencil. Dann war es von Espa, die Body Lotion mit Bergamot und Jasmine. Dann haben wir hier noch das war mit Retinol und Hyaluron. Hey, das konnte ich sogar sagen. Und das kleine hier von Belief. Und das war das Vitamin C Serum in einer kleinen Dose. Und dann noch hier das der Foaming Cream Cleanser von Chorus. Ich glaube, das ist hier. Das glaube ich, habe ich auch schon mal sowas bekommen. Chorus, ja. Gut, jetzt habe ich zwei andere Boxen
abonniert, die hatte ich vor ein Jahr oder zwei wie sagt man das? Abonniert. Und jetzt habe ich die wieder. Und jetzt mache ich gerade noch, das war die, wie heißt die Trendbox. Die haben verschiedene Boxen mit Make-up oder halt Beauty-Sachen. Und dann haben sie auch mit Nahrung und solche Sachen. Und natürlich nehme ich dann die Beauty-Box. Und die zeige ich jetzt noch. Ich habe das Video gemacht und habe dann aber nicht gemerkt, dass das Video nicht gerannt ist. Also die Kamera war nicht an. Jetzt mache ich das Video gerade noch genau mit diesem hier zusammen, weil sonst ist es sowieso zu kurz, ne? Jetzt einen Moment, ich bin gleich zurück. So, hier habe ich also die Trend Raider, heißt die Box. So kam sie und die hat keine Extra-Box drin. Die sieht dann einfach so aus. Ich habe die ja schon geöffnet gehabt, aber leider habe ich gemerkt, dass die Kamera nicht an war. So, jetzt dachte ich mir, jetzt mache ich das, zeige ich euch noch was in Trend Raider Box, was drin ist, weil die habe ich vor ein paar Jahren gehabt. Ich habe sie dann abbestellt, aber ich habe diese und dann noch die Fairy Box und die kam am Samstag. Die habe ich auch abbestellt gehabt und jetzt wieder abonniert und ich zeige euch im anderen Video, was dann da bei der Fairy Box drin ist. Das ist eine interessante Box auch. Okay, na, der Trend Raider Box kostet, oder was ist die Fairy Box? Das muss ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob Trend Raider war 19,95 und ungefähr 5 Euro Shipping and Handling. Bin mir nicht ganz sicher, ich gucke da aber nach. Okay, und anscheinend, also so sieht es aus und da ist auch ein QR-Code und da bin ich mal gespannt, ob die Produkte drin haben mit den Preisen. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob ich die Preise finde. Ne? Also, ihr seht ja, ich habe das aufgerissen gehabt. So, jetzt rein. Jetzt gehe ich gleich mal rein, guck mal, was alles drin ist. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Shea Butter Haarmaske von Shavens. Die ist ja fast in jeder Box drin. Aber das ist ein Urteil, sehr gut. Jawohl. Eines. Dann von Washies, Embrace Your Beauty Sustainably. Okay. Die kenne ich. Da habe ich mir selbst mal eine Packung mit drei Washies gekauft. Die waren pink. Die habe ich jetzt noch. Natürlich sehen die nicht mehr so weiß aus, aber die sind echt super zum Abschminken. Ne? Okay, dann haben wir hier, oh, das ist schon schwer. Von Face Theory heißt das. Das ist eine CeraVe Body Cream. Okay. A gently nourishing Body Cream. Und es riecht ganz, ganz leicht. Das heißt auch gently scented. Ja, gut. Alright, das sind einige Sachen drin. Ne? Oh. Oh. Rosenseife. Ja. Wie ihr ja wisst, wenn ihr meine Videos anguckt, dass ich Rosen liebe. Der Geruch von Rosen ist super, aber wenn sie in Produkten drin ist, die künstliche Rosen. Okay, ja. Ich mal gucken. Pur und natürlich. Okay. Oh ja, ui. Da kommt sogar Powder raus. So sieht sie aus. Ja, die sieht man, wie sie natürlich aussieht. Sie riecht nicht so stark nach Rose. Aber ja, das geht. Das geht, das kann ich noch aushalten. Oh. Und dann haben wir hier Frau Schmitz Beauty Dekolleté. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich habe irgendwie in einer anderer Box schon mal sowas bekommen, aber habe es noch nie benutzt. Was soll das für ein strahlend schönes Dekolleté? Und das Hyaluron Booster polstert auf und glättet. Ja. In einem Mal, einem benutzt glaube ich. Dann haben wir hier weißes Heilerde Peeling von Katja. Bio und vegan. Und was ist das für Aloe Vera? Okay, gut. Weiße Heilerde hilft die Haut zu reinigen, verbessert den Ton und verliert ihre Ausstrahlung. Ja, das kann man mal ausprobieren. Aha, und hier von Tway. Was ist das? Mit Zitrone und Grapefruit-Öl, Fußlotion mit Applikator. Okay.
Das ist ein Schwamm drauf? Ja. Interessant. Kann man benutzen, ja. Fußlotion mit Applicator. Zieht schnell ein und vitalisiert. Dann haben wir hier ein Deodorant, ein natürliches. Lashes Lime. Das ist alles, das ist ein Papier. Und riecht nach Zitrone, ja. Da habe ich schon jemand, da weiß ich schon, wer das bekommt. Deodorant ist für mich nicht genügend, weil ich immer so schwitze, muss ich dann halt leider Deo nehmen mit Aluminium drin. Und schon, ja, riecht man mich 7 Meilen gegen den Wind schon. Okay, ein natürliches Deodorant und noch einmal was, noch eine Seife. Haarseife, okay. Ich habe nie, das habe ich nie gemacht, die feste Seife mochte ich nicht, weil ich glaube, ich habe das falsch angewendet und dann war mein Haar so trocken. Und dass ich das lange nicht benutzt habe, dann habe ich gedacht, naja, probiere ich es noch einmal, vielleicht ist es besser. Und dann war es auch besser. Also ich bin nicht mehr so abgeneigt, feste Seifen zu benutzen. Ne? Gut. Also dann zeige ich es euch jetzt nochmal, wie viele Sachen sind da drin. Also Nummer 1, die Haarseife. Dann war das die Heilerdes Peeling, Nummer 2. Dann war das das Dekolleté, die Maske, 3. Die Rosenseife, Nummer 4. Nummer 5, das Deodorant. Dann die Fußlotion. Was habe ich jetzt gesagt? 6, ne? 1, 2, 3, ja, das war Nummer 6, genau. Und dann noch diese Bodylotion hier. 7. Und dann das Washi. 8. 9. Ja. Gut. Das war's jetzt für die Trendradar Box. Ist nicht schlecht, oder? Gut. Jetzt mache ich nochmal ein Video und zwar mit der Fairy Box. Die ist wirklich interessant. Und hat, glaube ich, auch ab und zu mal Kaugummi oder sowas. Naja. Ich sehe euch dann im nächsten Video. Tschüss.